Hi Freunde. Hi Freunde. Ja, die Mia ist heute zur Verstärkung mit, weil ich aber heute eine Lampe vorstellen möchte. Und zwar die neue True Night TN36. Das ist sie. Ja, das ist sie. Sagt sie, das ist also langweilig. Sie möchte lieber ein Lagerfeuer machen. Sie sammelt schon die ganze Zeit Reisig und möchte nach dem Feierstil ein Feuer machen. Mit Birkenrinde, stimmt's? Mhm. Lassen wir sie lieber ein bisschen spielen, ne? Okay. Aber wozu brauchst du das Ei? Geht da schön hin. Das Ei? Mhm. Damit wollen wir nachher die Lampe testen, ob das heiß wird. Mhm. Okay. Ja, es geht heute um die neue True Night TN36. Die ist ein richtiges Lichtmonster. In meiner Version, Cool White, hat sie 6500 Lumen. In der Version Neutralweiß plus 5600. Etwas aufpassen. Teilweise wird sie noch beworben in allen beiden Versionen mit 6,5. Ja. Mal zum Vergleich, die True Night TN30 ist größer, hat aber plus 3500 Lumen. Auch die war ein richtiges Monster. Vom Leuchtwinkel sind die ähnlich. Sie leuchten alle beide nicht besonders weit, aber dafür haben sie einen extrem breiten Streuwinkel. Und dieser breite Streuwinkel bei der neuen True Night TN36 ist perfekt, um wirklich im Nahbereich alles auszuleuchten. Könnt ihr euch vorstellen, 6500 Lumen. Da ist die Nacht ist vorbei. Ist nicht billig, kostet ca. 180 Euro, aber ich finde, sie ist Geld wert. Ich hatte sie jetzt den letzten Monat im Auto gehabt, immer wieder verwendet, nachts. Sie lag schon bei Minusgraden im Auto, wo sie es mal 9 Grad Minus hatte, aber ist wirklich ein Monster. Ja, um die Lampe geht es heute und die möchte ich einfach mal etwas näher euch vorstellen. Geliefert wurde die True Night TN36 in diesen Pappkarton. Das ist leider auch bei den höherpreisigen Lampen bei True Night in den letzten Monaten Standard. Früher wurden diese teuren Lampen in Alukoffern geliefert. Aber ist im Endeffekt eigentlich für den anderen jetzt nicht so wichtig. Enthalten ist natürlich wieder ein Kodura-Holster. Das ist sehr, sehr gut verarbeitet. Die Lampe passt wirklich sehr gut hier rein, wackelt nichts. Da gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Sehr gut. Dann natürlich die Lampe, das Schmuckstück, die True Night TN36. Eine Betriebsanleitung, natürlich wieder in Englisch, aber so viel braucht man eigentlich nicht beachten und die meisten Leute kennen etwas Englisch. Ja, und dann ist natürlich noch ein obligatorischer Satz Dichtungsgummis enthalten. Ist okay, ich habe meine noch nie gebraucht, aber es kann ja sein, dass man einen irgendwie einklemmt beim Zuschrauben und da hat man halt noch Ersatz zur Verfügung. Die True Night TN36 hat eine sehr gute Haptik. Wenn man bedenkt, wie stark die Lampe ist, ist die Größe echt extrem klein und sie liegt richtig gut in der Hand. Es gibt keine scharfen Kanten, super verarbeitet, tunheitmäßig. Sie besteht aus anodisiertem Aluminium mit ordentlich dicken Wänden. Sie ist natürlich kein Leichtgewicht, ist klar. Man braucht zum Betreiben der Lampe 4 Akkus und die müssen irgendwo hin. Aber ich denke mal, das ist schon fast die Grenze des Machbaren von der Größe her. Also des Machbaren, klein Machbaren. Der True Night TN36 hat ein Leergewicht ohne Batterien von 390 Gramm bei einer Länge von 125 mm und einem Durchmesser von 64 mm. Ja, also wie gesagt, sie wird betrieben mit 18650er Akkus. Ich habe hier Akkus von True Night drin mit 3400 mA. Braucht ihr keine Angst haben, True Night verwendet bei ihren Akkus Panasonic-Zellen. Ja, nicht, dass manche denken, okay, True Night Akkus sind Schrott. Nein, das sind normale Panasonic-Zellen innen drin. Da gibt es gar kein Problem. Und ich verwende die True Night eigenen, weil die passen perfekt rein in den Batteriekorb. Den könnt ihr auch so rum reinstecken, so rum ist egal, da kann man nichts falsch machen. Ich hatte nämlich mal von anderen Herstellern mal Akkus bei irgendeiner True Night Lampe, die haben die gewackelt oder waren zu kurz oder zu lang. Ich weiß gar nicht mehr, aber letztes Jahr irgendwann. Ja, also verwendet ruhig die True Night eigenen Akkus, die passen perfekt rein, sind angepasst auf die Lampe, gibt es kein Problem. Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe mit dem Druckknopf an der Seite. Darin befindet sich eine kleine LED. Diese leuchtet blau. Im normalen Betrieb sind jetzt die Akkus kurz vorm Ende, leuchtet diese rot. Und das ist auch der einzige Hinweis, den ihr bekommt, wenn die Lampe kurz vorm Ausschalten ist. Andere Hinweise gibt die Lampe leider nicht. Okay, also drauf schauen, wenn er rot leuchtet, dann sollte man doch mal schauen, Akkus wechseln, nicht, dass man dann irgendwo im Dunkeln steht. Die Lampe hat 5 Modi. In den ersten Modus schaltet man, indem man den Druckknopf an der Seite etwas länger drückt. So, jetzt habt ihr den sogenannten Firefly Mondscheinmodus. Ist der schwächste mit ganz wenig Leistung, aber leuchtet dafür hunderte von Stunden. Einmal kurz drücken, ist er wieder ausgeschaltet. Drücke ich diesen Druckknopf etwas kürzer, komme ich in die drei normalen Modi. Modus 1. Jetzt kann ich zwischen den drei Modi
Durchhalten, dem Strukturknopf gedrückt halte. Ja, schalte jetzt durch drei normalen Modi. Jetzt wollt ihr natürlich bestimmt spielen und in diesen Turbo-Modus kommen. Mit 6500 Lumen. Da müsst ihr aus einer dieser drei normalen Stufen den Druckknopf zweimal schnell drücken. Da habt ihr jetzt den Monster-Modus. 6510 Lumen. Ich tue immer nicht ganz die 10 Lumen nennen, weil man sagt, 6500 Lumen kann sowieso kein Mensch genau messen. Ja. Jetzt hat sie als fünfte Stufe noch den Strobo-Effekt, brauche ich nie, aber den kommt ihr rein, indem ihr aus dem Turbo-Modus nochmal zweimal drückt den Knopf. Habt ihr den Strobo-Modus. Für mich persönlich uninteressant, ich brauche nie, bloß dass ihr es wisst, wie man da reinschaltet, weil man wird aus der Betriebsanleitung nicht ganz schlau. Es hat natürlich keinen Lennart-Hole für einen Lennart, aber man möchte eigentlich so eine relativ schwere Lampe, mit Akkus wiegt sie bestimmt über 500 Gramm, irgendwie an der Strickbaumeln haben. Ich brauche es nicht und der Tel ist schön gerade dadurch, weil kein Lennart-Hole vorhanden ist, steht also auch sauber. Als Leuchtmittel verwendet TrueNight 3 Cree MK-RLEDs. Diese haben eine Laufzeit von über 20 Jahren. 6500 Lumen erzeugt natürlich eine ganz schöne Hitze. Und die Lampe leuchtet laut Herstellerangaben mit 6500 Lumen über 110, 119 Minuten. Habe ich noch nicht getestet. Das längste, was ich mal hatte, weil ich es vergessen hatte. Mia hat damit gespielt und hat sie liegen lassen. Und es war der höchste Modus. Da lief sie über 90 Minuten. Ja. Also ich hatte es noch nicht 120 getestet oder was angeben ist 119, sondern ich hatte schon 90 Minuten und so lange hat sie geleuchtet. Sie regelt natürlich leicht runter, um die Leistung, die Akkuleistung zu erhöhen, aber das seht ihr mit bloßem Auge nicht, dieses Runterregeln. Das müsst ihr mit irgendwelchen Messgeräten testen. Mache ich nicht, habe ich nicht, will ich auch nicht. Das ist für mich uninteressant. Ja, jetzt werden wir einmal schauen, was die Lampe im Dunkeln leistet. Im Firefly-Modus sieht man natürlich nicht besonders viel. Ist auch nicht gedacht für Freiumgebung, sondern eher Zelt etc. Interessant sind schon die normalen Stufen. In der ersten Stufe wird schon genug Licht erzeugt, um normal bei Wanderung die Lampe verwenden zu können. In der zweiten Stufe ist schon ausreichend Licht vorhanden, also mehr braucht man eigentlich im Normalfall fast gar nicht. Und in der dritten Stufe mit über 2000 Lumen hat man auf jeden Fall für alle Situationen schon genügend Licht. Aber interessant wird es eigentlich nur, wenn wir jetzt auch mal den Turbo-Modus zeigen. Und so sehen 6500 Lumen aus. Die Reichweite sind mehrere hundert Meter und da erkennt man schon den sehr, sehr breiten Streuwinkel. Ich würde sagen, es sind fast 170 Grad, 160 Grad seitwärts. Der Bereich, der schon neben mir beginnt. Die Lampe ist nicht ausgelegt für extrem weite Leuchtweiten, also um die 300 Meter würde ich sagen, aber taghell und sehr, sehr breit. Ihr beleuchtet im Nahbereich alles, was seitlich von euch weg ist. Das ist eine tolle Leistung. Also wirklich eine geile Lampe. Und den Strobo-Modus, na gut, braucht kein Mensch, außer sich selber blind zu machen. Im Normalfall. Aber 6500 Lumen sind eine gewaltige Leistung. Obwohl ich eins sagen muss, zwischen 3500 Lumen der TN30 und 6000 Lumen erkenne ich mit bloßem Auge nicht so den großen Unterschied, dass ich sagen würde, okay, doppelte Leistung. Die TN30 war eigentlich auch sehr, sehr hell. Aber das sind wahrscheinlich dann Messwerte in manchen Bereichen, die man dann mit dem Auge gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber es ist schon eine richtig helle, geile Taschenlampe. Ja, ein schönes Spielzeug. Seit nur mal 10 Minuten läuft die TN36 auf 6500 Lumen, also auf der stärksten Stufe. Im Hinterbereich kann man sie noch gut anfassen. Hier vorne wird es schon langsam etwas kritisch. Also hier könnte ich sie jetzt nicht länger in der Hand halten. Ist schon relativ heiß geworden. Ich teste einfach mit dem Eye-Test. Das ist für mich eigentlich immer so eine gute Sache, wo man sagen kann, okay, jetzt wird sie so heiß, dass ich mein Abendbrot drauf machen kann. Und das Ei ist runtergerutscht. Das ist natürlich gerade etwas nervig, aber ihr seht schon, wie es ganz schön dampft. Ja. Oh, ich werde blind, wenn ich hier reinschaue. Okay, werden wir das mal hier reinmachen und mal sehen, ob ich dann ein Spiegelei habe. Ist das eklig, ey. Aber das ist natürlich ein Vorteil im Survival-Bereich, oder? Wenn ich ein Spiegelei machen kann auf einer Taschenlampe. Das wäre natürlich total geil. Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass man die Lampe nicht
über die volle Leistung, die sie bringen würde, in der Hand halten könnte. Okay, aber dann brauche ich 6500 Lumen. Die brauche ich bestimmt nicht eine halbe Stunde lang, sondern lasse ich sie auf der normalen Stufe laufen. Aber auf der dritten normalen Stufe mit etwas über 2000 Lumen, das reicht im Normalfall. Aber ich will es einfach wissen. Ich will wissen, ob ich mir hier ein Ei braten kann. Eine geile Survival-Lampe ist es dann. Ich habe eine Survival-Lampe zu Hause. Da kann mir nichts passieren. Na, mal sehen, was passiert. Wir lassen es mal ein paar Minuten laufen. Und dann wollen wir mal schauen, ob ich ein Spiegelei habe. Ja, es ist geil. Also, ihr könnt also mit der Tunite TN36 euer Spiegelei braten. So eine Lampe wollte ich schon immer mal haben. Ich hoffe, dass die Schärfe jetzt noch stimmt, weil irgendwie blendet die Lampe mich so sehr, dass ich ja nichts mehr sehe. Aber ihr seht, es wird auf jeden Fall so heiß, dass ihr hier Spiegelei habt. Leute. Zeigt mir eine Lampe, wo ihr euer Ei braten könnt. Ja, ihr könnt sie aber immer nur in der Hand halten. Ist es im unteren Bereich nicht so heiß, dass ihr sagt, ihr müsst die Lampe loslassen? Das ist es nicht. Aber hier oben wird es schon so heiß, dass man auf jeden Fall sagt, hier bei 6500 Lumen kann ich sie hier definitiv vorne nicht anhalten und nicht zu verbrennen. Aber die Lampe regelt die Leistung auch runter, also braucht keine Angst haben, dass sie zerstört. Wird die Lampe zu heiß, regelt die Elektronik die Lampe die Leistung runter. Das seht ihr mit bloßem Auge nicht so sehr, aber sie macht es. Ihr zerstört sie damit nicht. Ich habe keinen Hunger mehr. Was kann ich abschließend zu der Tunite TN36 noch sagen? Nicht viel. Sie ist nicht die billigste mit 180 Euro, aber meines Erachtens für die gebotene Leistung und mit 6500 Lumen hat sie nun mal eine riesige, monsterhafte Leistung und dieser extrem kompakten Bauweise bekommt sie von mir eine Kaufempfehlung. Viele negative Meinungen gibt es über TrueNight, weil sie so extrem Druck machen auf den europäischen Markt und jeden YouTuber etc. solche Lampen zur Verfügung stellen, damit ein Review macht. Aber ihr könnt eins sicher sein, ich würde die Lampe nicht gut bewerten, wenn ich nicht dazu stehen würde. Für mich hat TrueNight wirklich gute Qualität, es sind echt tolle Leute bei TrueNight, die auch sofort reagieren, wenn irgendwas falsch läuft, wenn in einem Test mal was kaputt gehen sollte, reagieren sie, ändern das in der Produktion. Ja, das Marketing der Chinesen ist gewöhnungsbedürftig, dass die jeder reviewen soll und jeder vorstellt, aber es sind wirklich keine Schrottlampen und ihr bekommt ihr echt, echt gute Qualität. Kauft sie euch, wenn ihr das Geld übrig habt, wenn ihr sagt, okay, ich stehe auf Taschenlampen, ich will so eine Leistung haben und ich garantiere euch, ihr ärgert euch nicht über die Lampe. Das soll es schon gewesen sein, wir führen gleich die Hände ab. Und ich sage bye, bis zum nächsten Video, Freunde. Tschüssi.